Ich war eine Woche nicht online auf der YouTuber-Insel und das ist passiert. Es hat sich alles verändert. Leute, wir haben den bösen Admin Tobite gefragt, ob er zu den Crystal-Kriegern kommen will. Und das war seine Antwort. Lasst ein Like da, abonniert mich und gönnt euch das neue Blobby-Plüschtier und Feuerachsel-Plüschtier. Beides mit jeweils einer Holo-Sammelkarte. Jetzt auf shop.chaosity.com. Aber Leute, davor, die End-Crystal-Megabase ist fertig. Hey, ich bin mal Chaos40 und willkommen zurück zur Minecraft-YouTuber-Insel. Ey, und ich finde diese Rüstenfirma noch so krass. Letzte Folge, by the way, waren wir im Nether und haben Gambo und Elina, die neu dabei sind, wieder gerettet von den Höllenkriegern. Und wir haben zum ersten Mal die Höllenkrieger-Base gesehen. Da hat ein paar mir in die Kommentare geschrieben, ich soll die sprengen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das nicht einen Krieg auslöst oder so. Aber Leute, demnächst kommen sehr, sehr geile Sachen auf euch zu, ja. Unter anderem, ich will nichts verraten, aber vielleicht kommt die ein oder andere neue Person auf die Insel, ja. Ist so das aktuelle Gerücht, was so umgeht. Hallo Flo! Hallo! Hallo? Yo! Crystal-Krieger! Crystal-Krieger! Wow, oh mein Gott! Flo, du warst lange weg, wie geht's dir? Alles gut? Mir geht's gut. Was hat sich bei euch getan? Bro, Junge! Yo, warte mal, wie cool sieht das aus? Ist das eine lila Verzierung? Das ist Obsidian. Crying Obsidian kann man nehmen? Ja, das ist jetzt neu bei uns. Yo, warte mal, soll ich das auch machen? Ja, safe. Also. Aber warte mal, habt ihr die Verzierungen noch? Natürlich, Bro. Brauchst du? Es hat schon wieder, wer mein Ender Chest abgebaut. Es baut immer irgendwer mein Ender Chest ab. Auf was willst du das alles machen? Auf alles außer meiner Brustplatte. Weil dann bin ich grün. Zitashi, du kannst gerne am lila sein. Tridon, was ist deine Farbe? Blau? Ich glaube, ich bleib sogar weiß. Ah, weiß, okay. Und Lukas? Ich suche mir noch was aus, ich bin im Moment auch lila, aber mal gucken. Oh, krass, okay. Hast du noch eins Rubik Zitashi, also das, den Template? Ja, hab ich. Okay, oh, warte, ich hier. Ey, das ist jetzt neu, wurde das eingefügt? Ja, es gibt so noch Sachen. Ja, zum Beispiel die Höllenkrieger haben so Magma-Rüstung, soweit ich weiß, oder was? Yo, war das? Ey, das ist krass. So Magma-Creme, glaube ich. Okay, das sieht jetzt schon sehr krass aus. Das passt auch mit dem Skin. Yo, ey, das schaut richtig cool aus. Richtig nice. Oha, okay, alles klar. Aber ich hab ein bisschen was gehört, es gibt sehr viel Neues, okay? Ich war jetzt ein paar Tage nicht online. Was hat sich denn neu getan? Unter anderem... Eigentlich zum ersten Mal zum Ei fliegen, oder? Ja, ich wollte gerade sagen, was hat sich mit dem Ei getan? Gibt's da irgendwie, ist das geschlüpft mittlerweile? Nee, aber können wir hinfliegen. Oh, da hinten ist irgendjemand. Warte mal. Wer ist das? Direkt auf Attacke. Flo, du weißt, wir attackieren nicht immer zuerst. Hä? Was macht ihr denn hier? Nee, das war nur ein Warnschuss. Warnschuss? Dumm! Wie? Hallo? Ich sag mir ehrlich. Hallo? Ich weiß was nicht. Ihr habt mein Schwein. Ey, niemand hat ein Ziel. Nein, doch. Hallo? Oh, du hast mich fast ge-one-hitted deswegen und jetzt kommst du irgendwie zu uns und sagst, dass wir dein Schwein haben, auf gar keinen Fall. Ihr habt mein Schwein geklaut, Alter. Ich bin doch nicht dumm. Flo, du hast gar nicht mitbekommen, was er für ein riesen fettes Schwein einfach bei sich hat. Ein riesen Schwein. Und ihr habt so geklaut, Alter. Was ist denn bei euch falsch? Ja, genau, und das kann angreifen. Das greift mit an. Also ich hab selber noch nicht erlebt. Snoopy, was ist mit deinen Augen? Ja, ich sehe jetzt gut aus, oder? Sag mal ehrlich. Das sah schon immer gut aus. Aber wo ist mein Schwein, Leute? Sagt mir zu, mein Schwein ist. Wir haben das Schwein nicht. Wer hat mein Schwein nicht? Das wurde wahrscheinlich zu einem Krabbenburger gemacht, ich bin ehrlich. Sag das doch mal. Sag das doch mal. Dass du es nur im Nether hast. Du hast dich vielleicht. Ey, das. Ich hab. Nein, Leute, wirklich, ich hab's versteckt und aber ist weg! Nein! Hä? Oha! Was? Oh. Ist die Melone? Hä? Das war die ikonische Melone! Die ikonische Melone, Mann! Nein, Leute, das geht zu weit. Ich sag euch ehrlich, ohne wir werden uns Schwein wiedersehen, bist du gar ja? Nicht so stark. Ja, mich bin ich stark, ja? Leute? Nur dein Schwein macht dich stark! Ich mach doch gar nichts! Guck mal, er lässt sich so einfach einschüchtern! Nein, das stimmt nicht, jetzt habt ihr Kristallkrieger an. Na, aber ich nicht. In die Kakteen! Schwein, sag das doch mal jetzt! Mein Schwein, Alter! Wait, warte mal. Snoopy, ich glaube, ich weiß wirklich, wo dein Schwein ist. Ja, wo ist mein Schwein? Hast du es geklaut und versteckt? Nee. Es ist wahrscheinlich in der Hölle. Das hat so pinke Haare. Hast du das Schwein gesehen? Oh, okay, abbauen! Was geht mir zu weit? Einfach Schleichen! Rückzug!
Ja, ihr werdet aber sehen, Alter. Und Rani, Rani. Hör einfach verstehe was mit deinen Augen. Ihr habt ein Schwein, Alter. Ich sag ehrlich. Was geht, ja? Ja, die haben neue Skins bekommen. Oha, das ist eine Krone? Oder so ein Dings? Aber die sind trotzdem schwach. Alles gut. Ich bin wunderschön. Oh, Rani war Bodyguard geworden. Ja, ey. Yo, Agent L. Schattenkrieger. Agent Rani. Okay, super. Lass mal hoch zum Ei. Wir gehen zum Ei, let's go. Leute, ich weiß genau, was ihr getan habt, ja? Höh, das Ei ist schwarz. Was ist da? Bist du da? Du siehst das. Warte. Wie, ja, Flo, das ist schon ist es eine Uhrzeit? Ist es eine Uhrzeit? Muss man vielleicht um 83 hier das haben? Nee, das tatsächlich nicht. Das Ding ist, mir haben auch so viele in die Kommentare geschrieben, dass du vielleicht der Einzige sein könntest, der es entschlüsseln könnte, weil du so viel Ahnung irgendwie davon hast. Das okay, das so Ding ist, das allererste, was ich machen würde, ist erstmal Hitbox anmachen. Oh, warte mal, ich sehe hier was in der Luft. Drück mal F3B. Stimmt, das hat eine Hitbox sogar. Ja, aber das hat hier was in der Luft. Das hat eine Richtung. Ja, das guckt es hat eine Richtung. Okay. Aber sonst? Okay, warte mal, wenn man ganz genau hinschaut, sieht man, es ist leicht rot. Ehrlich? Bei mir ist es komplett. Ah ja, stimmt, du hast recht, warte mal. Ja, es ist und minimal du rot. Und guck mal, wenn du F3 drückst, du siehst halt den Targeted Block. Das ist ein Repeating Command Block. Oh, sorry. Ich hab gerade. Davor waren das Jigsaw-Blöcke, jetzt sind das Repeating Command-Blöcke unter uns. Das hat sich auch geändert. Oh, ich kann hier kein Wasser placen, ich kann dich nicht löschen. Ja, das ist komisch. Und es ist das ja einfach fair. Es raucht immer noch. Und das macht Geräusche manchmal. Ja, genau. Und das macht manchmal Geräusche. Aber warte mal. Aber das macht keinen Sinn, wenn es ein Countdown ist. Angenommen, das ist die höchste Zahl überall, dann sind es 99 Minuten. Und das müsste doch schon längst vorbei sein, oder? Ja, das ist schon längst vorbei. Aber also, es ist hier wirklich ein Countdown. Vielleicht ist es Wochen und Tage. Könnte auch sein, aber das wissen wir. Das weiß halt keiner auf der Insel. Das ist das Problem. Wir können nur abwarten. Wir können nichts tun. Aber der Einzige, der das weiß, ist halt Tobi. Aber Tobi sagt uns halt nichts. Ja, wir müssen Tobi mal befragen. Sonst hat sich hier irgendwas getan, nee, gell? Bro, sonst glaub ich nicht. Wie, oder? Jungs? Wir haben ihn noch gar nicht von unserer Base erzählt. Ach so. Habt ihr schon begonnen damit? Ja. Begonnen? Die Base erzählt sich! Oh mein Gott! Okay, richtig geil. Die musst du dir auch unbedingt angucken. Ja, lass die Base anschauen. Okay, wir müssen Richtung X-Koordinate 500 und Z-Koordinate. Warte, flieg aber los, ich flieg danach. Flieg genau in die Richtung. Let's go. Yo, einfach so Avengers zu viert. Oh, ich dachte, wir bauen das hier in der Nähe von der Insel, aber dann ist es wahrscheinlich für Attacken. Aus Sicherheitsgründen und sowas. Auch, dass wir beklaut werden und sowas. Ja, stimmt schon. Oh, ja, stimmt, wir müssen nach rechts, sorry. Boah, das siehst du schon. Yo, was ist das? Wait, hör, ihr habt beides gebaut. Ich dachte, ihr baut nur entweder den Schüssel oder die Insel. Nein, wenn schon. Guck Junge, hör. Alter, das ist. Ich bin gerade am Schiff. Oh, die ist ein Creeper. Ja, hier ist Spawnpark. Und hier ist auch ein kleines Loch. Junge, das schloss wie eine halbe Minecraft-Wolf-Pip. Wirklich, wie findest du die Base? Sag mal ehrlich. Junge, ich komm gar nicht. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hingucken soll. Warte mal, das ist das Schiff? Ja, genau. Wer hat hier was gebaut? Boah, wir haben uns die Arbeit halt aufgeteilt. Also, das Schiff hat halt Lukas gebaut. Zitashi hat sich halt um die Mitte gekümmert und ich habe mich um die ganzen Junge, mit Arm. Junge, das schaut aus, wie wenn das von einem Bauteam gebaut wurde, so ein Serverspawn. Ja, also wir haben auch wirklich sehr lange dafür gebraucht, wirklich. Das waren mehrere Nächte. Deswegen, also. Ja, das ist schon crazy. Sehr krass aus. Und gesagt, aber hier überall so Materialien. Ja, so und wenn ihr den Ultra Flex hier haben wollt, dann macht ihr Deep Slate Emerald dahin. Boah, das war auch heftig. Ist das seltenste davon? Ja, ne? in so einem Tresor. Okay. Wait, wir müssen so einen Tresor machen oder sowas. Wo unsere Crystals drin sind. Safe, können wir auch machen. Hier ist so ein bisschen die Inneneinrichtung, die wir haben. Hier ist auch nichts drin. Die steht ja auch erst seit 2 Tagen, richtig? Ey, das schaut aber überkrass aus. Hier ist eine Ender-Chest. Ich will mir auch irgendwo einen Raum machen oder so. Boah, das könntest du im Crystal vielleicht machen. Da ist noch nichts im Moment drin. Gut, man kann da rein in den Crystal. Okay, warte, das ist richtig geil. Wollen wir das mal machen? Das sind wahrscheinlich Monster, aber wir können mal gucken. Okay, warte, ich will mich erstmal hier umgucken. Was gibt's hier noch so? Ja, im Außenbereich haben wir halt so ein bisschen überlegt, dass wir da vielleicht ein paar Tiere oder so implantieren, Pferde oder so. Ja, ich wollte gerade sagen, hier zum Beispiel schaut es aus wie so ein Tierstall. Ja, genau, da müssen wir aber auch die Tiere rüber transportieren mit einem Schiff oder mit einem Boot oder so. Das müssen wir halt irgendwie noch hinbekommen. Du kannst die auch mit der Leine nehmen und mit der Leiter einfach herfliegen, aber da musst du mit dem Place. Oh, ehrlich? Ja, ist aber ein bisschen schwierig. Also, du darfst nur einen gewissen Winkel fliegen, sonst bricht das ab und du musst langsam landen.
Hier sind halt so ein paar Baumvarianten. Hier habe ich jetzt Fichte mit dem Dschungelbaum. Jo, ey, richtig krass. Eichneu, wir bräuchten noch Mangrovenholz. Wisst ihr jemand, wo so ein Biom ist? Dieser Sumpf? Ja, ich weiß sogar, wer eins wo ist. Weil ja. Der hat richtig schönes Holz und sowas. Das stimmt. Da könnte ich was anholen. Das crazy. Und hier ist ein Feld. Ja, und einfach hochfliegen? Oder wie kommen wir hoch? Hoch zu Crystal, ja, einfach hochfliegen. Ja. Junge, wie riesig ist der? Boah. Ja, das ist schon krass. Okay, wie viel? Und wir haben halt für alles Farben. Für alles haben wir eine Farm. Für Glas, für diese Blöcke hier. Die musst du dreimal braten, damit du die bekommst, diese Pfeilblöcke hier. Ach ja, das ist Terrakotta. Ja, genau. Die musst du erstmal aus Clay musst du Terrakotta machen. Wait, Lukas, hat das funktioniert mit dem. Du hast ja gesagt, du hast ein Endcrystal mit einem Programm gerendert und zu Blöcken umformatiert. Das ist die Vorlage dafür. Das ist diese Vorlage, die wir nachgebaut haben. Oh mein Gott. Das ist genau das hier. Deswegen, ja. Das hat aber sehr gut funktioniert, das war echt krass. Kann ich mal rangucken? Ich hatte schon Angst. Oh, die haben sogar Froglights eingebaut. Habt ihr eine Farm dafür? Ja, ich hab eine Farm dafür gebaut. Junge, Lukas hat eine Farm für alles. Ja, also wirklich. Ja, wann kommt die Höllenkrieger-Farm? Das ist eine gute Idee. Okay, wait, aber warte, ich habe eine neue Idee, by the way. Titasch und ich haben letztens schon mal was in die Richtung gemacht. Was hält ihr davon, jetzt nicht ein Clan oder so, aber so eine, dass man so macht, die Portalpolizei? Portalpolizei? Ja, versteht ihr, wie Titasch und ich neulich? Guck mal, das ist uns letztens aufgefallen. Weil erinnert ihr euch noch, wo wir im Nether waren, bei der Höllenkrieger-Base neulich? Ja. Das Ding ist, die Höllenkrieger sind in der Hölle. Und das Ding ist, die müssen hier irgendwo wieder rauskommen, oder? Aber was, wenn wir alle Portale auf der Insel irgendwie trappen? Oder einfach einen Zoll hinbauen, dass sie... Ja, und die müssen dann einfach ihren Ausweis zeigen und Zoll zahlen, sonst dürfen die nicht her und wenn nicht, crystalen wir die weg. Weil ja, das Ding ist... Voll die coole Idee. Nee, weil ihr wart nicht dabei, Titashi und ich haben das beim Dschungeltempel gemacht. Du musst nämlich einfach nur einfach mit Orbit zubauen, warten, bis einer durchgeht, dann machst du mit Lava das Portal kaputt und dann kannst du einfach Crystal placen, weil das ist ja Obsidian. Ja, stimmt, du hast recht. Oh mein Gott, stimmt. Okay. Echt ein krasses Thread. Also ich glaube, da können wir coole Sachen machen. Das Ding ist, die haben halt jetzt schon Respekt vor uns. Und wenn wir das auch noch machen, dann, also was, die können ja gar nichts tun. Ja. Also wir müssen, das Wichtige ist für uns, also das habe ich neulich gecheckt in dieser Folge, wo wir bei der Höllenkrieger-Base waren. Lass mal hier rein. Ah, da sind schon Mobs, pass auf. Viele Monster, ne? Junge, es war ein Dierskelett! Ganz viele Mobs! Oh mein Gott! Ey, pass auf die Creeper auf, ich glaube, es soll hochfliegen, oh mein Gott! Ja, lass mal. Hast du den Bogen dabei? Ja. Lass mal lieber hochfliegen, Jungs. Und ich bin hier auf der Seite. Okay, das ist gut, das Spot. Junge, was für krasse Monster da unten sind. Also Alter. Ich glaube, weil Minecraft ist ja so, es gibt eine Local Difficulty. Je länger man hier in einem selben Bereich ist, desto härtere Monster spawnen. Und ich glaube, wenn ihr so lange gebaut habt, sind hier schon richtig krasse Skelette. Ja, das könnte daran liegen. Okay, krass. Ja, wir müssen definitiv hier innen mehr ausleuchten. Ich würde wirklich sagen, wir machen hier innen so einen Meetingraum rein oder so. Oder jeder von uns kriegt so sein eigenes Zimmer. Boah, das ist eine heftige Idee. Ja. Aber wir brauchen auch so Teamfarben quasi. Also, zum Beispiel, ich bin grün. Tridon ist wahrscheinlich dann weiß. Bei euch beiden ist es ein bisschen ähnlich. Ich weiß, welche Farbe ich nehme. Ich nehme so ein Gelb. Man kann jetzt nämlich auch mit Glowstone einfach seine Rüstung verzaubern. Und dann sieht das so ein bisschen aus wie so ein Anchor. Weißt du, weil lila und gelb in der Mitte, das sieht, glaube ich, sehr geil aus. Kann man noch Crystals als Rüstungsding nehmen? Leider nicht. Aber ich kann immer so ein bisschen auflisten. Obsidian kann man nehmen, Crying Obsidian. Den kann man, glaube ich, sogar Enderperlen nehmen. Das könntest du vielleicht auch. Wait, was ist, wenn Titashi lila ist und du bist dunkel lila, so Obsidian? Das ist so richtig schwarz, deswegen ich muss gucken, aber ich glaube. Ja, weil das passt irgendwie zu deinem Skin auch, oder? So. Ja, irgendwie schon, ne? Stimmt. Das würde schon passen. Es gibt auch so ein Pink mit Chorus. Oder wie nennt man die Chorus-Früchte? Die Chorus-Pflanzen meinst du wahrscheinlich, ja. Oh, das ist schon auch nicht schlecht aus. Ja, ist halt nicht die schöne Fett. Nee, aber ich würde es. Nein, ich würde nur die Farbe auf die Brustplatte machen, so damit wir uns unterscheiden. Ja, das macht Sinn. Aber die Verzierung bleibt gleich, glaube ich. Ja. Okay, crazy. Einfach wieder nach oben raus. Ja, lass wieder raus. Wo ist denn das Loch? Okay, ich seh's noch. Warte. Oh, let's go. Ich hab den Block, glaube ich, noch, ja. Ah, krass. Ist da draußen, ja, ne? Okay. Das Ding ist, ich sehe halt die Insel einfach von hier. Wer war das? Hä? Wer war da? Was? Ich dachte, das wäre von euch gewesen, aber ihr wart alle hier. Ich bin auch immer von euch gewesen. Hast du wen gesehen? Spioniert oder was? Wurde spioniert? Hä? Warte mal, das ist mein Endgame. Hallo? Ja.
Lass mal unsere Base. Ich glaube, wir werden gerade ausspioniert. Ich habe gerade Fliegen gesehen. Da unten. Ja. Aber wo genau? Haben Sie, können wir das ist? Welche Rüstung? Wenn wir ihn abschießen, kann er nicht mehr fliegen mit der Lytra, ne? Stimmt. Wer ist das und wo ist die Person? Wo? Oh, das habe ich auch noch nicht gesehen, hier in der Mitte. Ihr habt diese Snifferpflanzen. Wo ist der Eindringling? Ich weiß es nicht. Wer war das? Ich weiß nicht. Warum ist das die Tasche? Ja, das ist die Tasche. Das bin ich. Warte mal, ganz wichtig. Bevor, mir ist noch was Wichtiges eingefallen. Ich würde gerne noch was hinbauen. Wir brauchen nämlich noch einen Raum, wo wir richtig durchschüsseln können. Erinnert euch noch an den riesigen Respawn-Anker, den ich mal gesagt habe? Ja. Wir brauchen sowas, innen das Obby, so dass wenn jeder reingeht, können wir den, so dass wir so einen Spot haben, wenn wir uns jemand chased. Damit sie echt keiner reintrauen, glaube ich. Ja, aber das ist dann auch so ein Prestige-Spot für uns. Ja, stimmt aber. Unser Safe-Spot schon, ja. Oder auf der Insel vielleicht sowas? Könnte auch krass sein, ne? Ich glaube, auf der Insel würde sogar mehr Sinn machen. Checkt mal die ganze Insel ab hier. Irgendwo hier muss wer sein. Seid ihr euch sicher, dass ihr ihn gesehen habt? Lukas ist oben geblieben. Er zeigt oben die Lage. Ja, es war jemand da, hundertprozentig, ganz sicher. Weil ich habe, glaube ich, keinen gesehen, aber ich meine... Eine Spur mit zurück, habt ihr wen gesehen? Skin oder so, ich weiß nicht. Ich weiß, irgendwas war da. Aber wir hatten einen blauen Skin. Ich habe keine Ahnung. Weiß auch nicht. Blau. Lass mal drinnen gucken. Ich habe mein blaue Plüschtier ausgewählt. Mein Totem. Ey, das ist doch nicht dein Ernst. Guck mal, wer da steht! Ist es schlecht? Hä? Also das ist... Hey, da ist doch jemand! Warte. Hey, ist es echt oder ist es ein Rüstumständer? Nein, Steinchen! Junge! Was machst du hier? Alpha Steinchen! Ey, da ist ein Schwein! Flo, da ist ein Schwein! Ey, nein! Was? Er hat ein Schwein? Hör, ich dachte, das Schwein gibt's nicht! Snoopy! Ich bin das Regal! Du bist ja... Was macht ihr hier? Warum spielt ihr uns aus? Ich bin das Regal, Leute. Ich kann nicht reden. Flo, pass auf, das Schwein ist OP. Wirklich? Hä, das ist ein Babyschwein, das kann nicht OP sein. Ja, okay, jetzt Spaß beiseite, Leute. Nein! Was wollt ihr hier? Hey! Ihr seid in der Crystal Base. Wollt ihr wirklich fighten? Wollt ihr fighten gegen mein Schwein? Seid mir ehrlich. Das ist eh schwach, Junge. Ich bin ehrlich. Ich bin fast so schlecht, wenn ich jetzt gegen anfange zu fighten. Ein Crystal und das ist down. Ein Crystal, ihr seid beide down, Junge. Ich sag euch eine Sache, ja? Jetzt mal Spaß beiseite, was ihr hier macht, ja? Mein Schwein, es ist jetzt schon. Es entwickelt sich weiter. Junge, ich dachte, du hast dein Schwein verloren. Ey! Nix kaputt machen. Ja, Leute, guck mal, wir können das gern. Alpha Steinchen, denk dran, wir sind Freunde. Ich geh los! Das Schweinchen macht Angriff. Ja. Junge, was ist für ein Schweinchen? Ja, das ist ganz ein Schweinchen. Jetzt sagst du dir die ganze Zeit was. Schweinchen weg. Schweinchen, mach das Schweinchen weg, Alter. Das Schweinchen oder den Steinchen? Einfach Damage. Alter. Was richtig viel Damage. Oh mein Gott. Das Schweinchen ist krass, oder? Hä, was sagt ihr? Wieso ist das so schnell? Weil mein Schweinchen ist, ich hab's ausgebildet. Ja, er hat Knockback 2, er kämpft die ganze Zeit. Ich krieg's weg! Ich mach mit Axt richtig viel Damage, Bro. Schweinchen kriegst du nicht down, Junge! Ich krieg das Schweinchen jetzt weg! Töte das Schwein! Da kriegst du nicht getötet! Mach das Schwein weg! Ist unmöglich! Jetzt bist du dran! Renn das Schwein an! Ja, was sprich Schwein an? 3 gegen 1! Wie, was? Egal, ich schaff mich an! Das schaff ich trotzdem! Oh mein Gott! Es ist down! Hier ist das Schwein, Junge, das Schwein ist so verwirrt, das rennt hier nur rum! Ich kick das jetzt runter, das reicht mir. Ihr seid so schlecht, Junge! Du bist sehen, Kauslo! Ey, pass auf, Flo, das Schwein, mach es weg! Es nimmt kein Knockback! Ey, klar, das ist kein Knockback! Ich hab grad die falschen an! Ey, steig drin! Pass auf! Oh mein Gott! Pass auf! Jetzt reicht's! Ja, Kauslo, ja, komm! Schweinchen, kill! Oh mein Gott! Schweinchen ist so stark! Was ist das für ein Schwein? Ich mach den zu schnitzeln, ich bereich's nicht. Komm her, Schweinchen! Komm zu Boot, Jungs! Komm zu Boot, schnell! Snoopy hat auch eins verloren, Snoopy hat auch ein Kipptoto verloren. Ja, Leute, das war Glück von euch! Brennt das Schweinchen an! Ja, das Schweinchen brennt! Damage, weil es ist mein Schwein, Junge! Mach den Zaun zu! Ich kann den Zaun zu! Schweinchen, Mann! Komm her! Warum ist das Schweinchen, Junge? Ja, zu!
Oh, gut! Ja, ja, Alex, Schweinzi, komm rein, komm rein. Ja, ja, komm rein. Schwein, ey, mach Mann. Dich rein. Ich muss dich, ich muss dich. So danke, danke, danke. Ja, guck mal, Leute, hinter euch. Ey, guck mal, wer da ist. Sein. Guck mal, wer da ist, Leute. Andere, ich mach dein Schwein zu schnitzen, wenn du es weitermachst. Ey, was? Laber schon. Nein, 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 nein. Von Steinke ist auch ein Tutze weg, Jungs. Eine Sache, Leute. Warte, komm, mein Arzt raus. Ah, Snoopy, ist low. Leute, warum ist das? Hä? Ey, das Schweinchen, mach das Schweinchen weg. Was ist das? Was ist das? Abby, was ist das? Hey! Warte, was? Hier ist eine dunkle Silhouette. Ey, ich hier an unsere Tür. Oh ja, stimmt. Tobi, benimmt euch, Mann. So, ja, verstanden. Hey, wer bist du? Was? Hä? Tobi? Hey, Tobi ist hier. Tobi? Was? Schwein zurück. Hä? Ey, warte mal. Ja, okay, okay. Mein Schweinchen sagt tschüss. Alpha-Steinchen, Mann! Mann, ey, ja, Schweinchen, bleib stehen! Snoopy! Was ist doch Tobi hier? Was ist doch Tobi hier? Ja, so, Schweinchen steht. Ah! Ja. Ey, oh, oh, oh. Ey, Jungs! So, Trainer! Ist der Weg, Kinderpick! Ja, Leute, es bringt euch doch Snoopy, gar nichts. Pfeif mal dein Schwein zurück. Ja, warte, warte, Tobi, wo ist Tobi? Ja, weißt du, ich pfeife es. Ich bin hier! Oh. Habt ihr super gemacht, Leute, habt ihr super gemacht. Was ist los, Tobi? Mit Obsidian drauf? Ich habe euch vorhin darüber reden gehört. Sorry. Vergessen, dass wir Freunde sind. Ja, du hast uns vorhin damit darüber reden, ne? Flo? Nein, was? Das ist die Rüstung, über die Lukas die vorhin erzählt hat. Das ist die mit Obsidian. Wait, woher weißt du das? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Das haben wir doch im Christloben beredet, erinnert ihr euch? Ja. Ja? Hast du was? Hast du mit denen ausspioniert? Achso, nee, ich wollte nur beobachten, was die beiden machen. Ey, Alpha-Steinchen, was macht ihr? Ich dachte, ihr wollt nicht nur Chaos machen. Ich kann mich dran nicht erinnern. Ja, Snoopy, ihr habt also irgendwie... Ihr Höllenkrieger, erzählt mir sonst was ganz anderes. Tobi, guck mal. Das war, weil das sind die Noob-Krieger, ja? Und dann müssen wir uns ein bisschen mal reinschauen. Ey, warum sind wir so redet? Ich mit Kiro noch mal reden. Tobi, du hast nichts gesehen. Das war... Die haben angefangen. Die haben uns einfach angegriffen. Wie, die haben angegriffen? Ja, warum seid ihr in der Base? Ja, nee, ihr habt uns ausspioniert. Ihr seid die Schuldigen. Ja, das stimmt nicht. Er lügt. Und dann kam das Schwein und das Schwein wollte mich essen. Ja, da klar, ich will dich auch essen, Mann. Du bist eine Melone, Mann. Oh, lecker. Ey, beruhigt euch. Jungs. Tobi, bitte. Das war nicht so, wie es aussieht, wirklich. Die haben angefangen. Hey, wie? Du bist in unserem Heimatgebiet! Ey, Jungs, Bro, Jungs, nee, geh mal bitte kurz zurück zu unserer Base. Ich komm gleich mit euch reden. Ja, geh zurück zu deiner Base, komm, Mann, weg mit dir. Geh du zurück zu deiner Base, geh zu deiner Base jetzt! Ja, geh zurück zu eurer Base, ja? Was macht ihr hier? Weg zu deiner Base! Ich komm gleich zu euch, Snoopy, keine Sorge. Mann, ich kann nicht fliegen, dankeschön! Geh zurück in die Hölle! Tschüss! Danke, du auch! Geh mal mit auf geht's, Snoopy! Wenn du es nicht gleich abhaust, schieße ich! Snoopy, krieg ich noch einen Kuss davor? Nee, Steinchen! Aber geh mal mit ihm einfach Steinchen! Kiro wartet da bestimmt. Jetzt reiß dich mal am Riemen zurück in die Hölle, tschüss! Ja, wirklich, also Steinchen! Wirklich! Ey, Snoopy! Hey, wie ist ihr jetzt wieder hergekommen? Ey, Bro! Leute, geh mal weg! Ja, reiß auch! Wäre ja, okay, jetzt geh ich wirklich. Tschüss! Ja, Jungs, tschüss, wir sehen uns! Tschüss! Okay! Los, Putze! Beruhig dich, Mann! Beruhig dich doch! Beruhig dich! Okay, schau, dass du Bein machst. Ja, Leute, ich erzieh dich. Er muss noch warten, bis seine Leiter funktioniert. Schwimm! Los! Er wird schon noch ankommen. Ich habe irgendwo ein Holz versehentlich mit der Axt geklickt. Das ist das komisch geschält. Nein, das war alles so perfekt. Nein, das ist nur ein Block, das ist ein Block. Das ist mein Witz des Gefechts. Warte mal, Tobi, was ist mit dir? 90%. Wie? Warum bist du hier bei uns bei den Crystal-Kriegern? Ich habe beobachtet, was ihr hier so macht. Ich habe außerdem die beiden beobachtet. Ey, Jungs. Oh. Nein. Ich wünschte einen von denen. Sind die immer noch hier? Nach der Aktion nicht, Bro, ich gucke jetzt hier runter. Ey, nein, das nein, heißt, nein, das nein, heißt, nein, 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 heißt, nein, 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 heißt, nein, heißt, oh, nein, 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 ist mir egal. Ich wollte eigentlich nur gucken, was die beiden machen, aber die machen nur wieder Stress hier. Aber Tobi, du bist eigentlich gut, Leute von unserer Base abzuwehren. Ist dir schon mal aufgefallen? Ja, das Ding ist, ich bin momentan halt bei den Höllenkriegern. Boah, du bist bei den Höllenkriegern? Wie ist das passiert? Ich dachte, du bist irgendwie noch eigenständig, so ein Admin... In einem Clan, keine Ahnung. Hä? Ja, also das Ding ist, ich dachte, ich gucke mir mal die Clans so an, was sie überhaupt macht. Und Ryan hat schon versucht, mich anzuwerben die ganze Zeit bei den Schattenkriegern, aber da will Armin mich nicht haben und... Ja, aber die Schattenkrieger sind, glaube ich, ist das der größte Clan? Oder ist Höllenkrieger der größte?
Ich weiß es echt nicht gerade, muss ich ganz ehrlich sein. Also ich weiß, wer der Stärkste ist, ja, unabhängig von der Größe, also. Ja, das Ding ist, Lukas wollte mich bei euch irgendwie noch nicht so haben, der hat irgendwie noch Schall bei mir oder so. Oh ja, Lukas ist ja der ehemalige Admin, also kann ich verstehen, dass da ein bisschen vielleicht Hitze herrscht. Deshalb, ja, ich habe mich halt bei den Höllenkriegern als einzigen Clan so wirklich willkommen gefühlt, weil bei den anderen Clans immer irgendjemand war, der was gegen mich hatte. Hä, bei den Höllenkriegern, warst du nicht irgendwie gegen Timmy und dass er sich die ganze Zeit an Macht aufgeiert? Ja, aber Timmy ist doch gar nicht mehr der Anführer von den Höllenkriegern. Warte mal, wer ist? Das ist doch Kiro. Wait, Kiro ist der neue Anführer des Hühnchen? Ja, Kiro hat doch eine Meuterei gemacht. Okay, es ist anscheinend viel passiert hier. Komm mal mit hier. Ja, es ist sehr viel passiert. Timmy ist mit seiner großen Liebe eingesperrt irgendwo. Okay. Ach, mit Muni? Mit Muni, genau. Der ist immer noch mad, weil ich die mit der Melone aber gekillt hab. Okay, aber jedenfalls, guck mal, du bist jetzt schon mal hier, ja? Ich glaube, guck mal, Kristallkrieger sind ein vielfältiger Clan. Wir sind gut in Crystal-PvP, wir sind gut im Bauen, wie du hier siehst. Ja, und wir sind gut in Taktiken machen, ja? Vor allem Kriegsstrategie, das ist so mein Fachgebiet zum Beispiel. Ja, aber ich weiß nicht, ich will eigentlich gar keinen Krieg führen. Ja, das ist ja die Strategie. Ein optimaler Krieg ist einer, der gar nicht ausgeführt werden muss. Aber trotzdem gewonnen wird, verstehst du? Aber dann habt ihr so Verrückte wie Tridan, der einen Crystal in seine Hand nimmt und dann abgeht. Ja, aber guck mal, wir Kristallkrieger, wir beherrschen, ja, ich wollte gerade sagen, Höllenkrieg ist ja noch schlimmer, also, guck mal, die haben gerade, die sind jetzt mit ihrem Schweinchen, Junge, warum macht dieses komische Schweinchen so viel Schaden, was ist Snoopy das? Und Steinchen. Was ist das für ein Schwein? Das hat mich dreimal gewonnen fast. Ja, das Ding ist, Snoopy hat mir das erzählt, das hat er aus irgendeinem leuchtenden Ei im Nether bekommen. Was? Der hat irgendwo so ein... Junge, wie viele Eier gibt's auf dem Server? Hä? Wieso, wie viele Eier? Es gibt das große schwarze, das ist schwarzes Ei, das was so einen Timer hat. Weißt du was dazu? Ja, da, natürlich weiß ich was dazu. Und was denn? Also, ich kann noch nicht viel dazu sagen. Ich habe es versucht und da wurde Kian gebannt, als ich versucht habe, ihm das zu sagen, aber... Oh. Dann sag's ihm lieber nicht. Aber was ist ein aktueller Stand? Wurde rausgefunden, was hinter dem Ei steckt, was drin ist oder... Ja, also das Einzige, was ich sagen kann, die gerade ohne dass du gebannt bist, ist Mira. Oder Mira? Ja. Mira, was heißt Mira? Weißt du irgendwas zu dem Namen? Wie wurde der Name rausgefunden? Ich will nicht gebannt werden. Rainy wurde angeschrieben und dann haben die Leute über seinen Discord-Server oder sowas rausgefunden, dass hinter dem Account Mira steckt. Er wurde in-game angeschrieben? Wild. Nee, er wurde außerhalb vom Spiel angeschrieben. Hey, und woher weiß man, dass das einen Zusammenhang hat mit dem Ei? Weil da so ein... pass auf, das Ei ist ja am Wochenende so schwarz geworden, ne? Ja. Und morgens, bevor das passiert ist, wurde Rainy von diesem Account ein Video geschickt davon, wie das passiert. Oh, das heißt, es muss jemand auf dem Server sein. Und du glaubst... Es muss jemand sein, der es vorher wusste und der dafür gesorgt hat. Okay, also diese mysteriöse Person ist Mira. Ist es eine R, eine C, ist es... Weiß man da irgendwas? Da sage ich nichts zu. Okay, wissen wir noch nicht. Okay, also diese Person Mira ist anscheinend die hat irgendwas mit dem Ei auf sich. Ist vielleicht Mira die Statue? Nein. Nein? Aber bist du dir sicher? Ja, ich bin mir ganz sicher. Okay, alles klar. Ja, ich bin gespannt. Ja, Tobi, du, ich hab das Gefühl, du bist ja gut in so Informationssachen. Ich meine, du steckst ja quasi in den hinteren Teil von dem Server. Nicht mehr wirklich, aber. Okay. Ja. Tobi, komm mal, ich mach mal jetzt hier einen Tisch hin. So, stell dich mal hier an. Okay. Ja. Tobi, ich gebe dir jetzt ein Angebot. Du kannst es liegen lassen, kannst es dir durchdenken, kannst noch ein paar Nullen drüber schlafen, ein paar Unheile oder so. Aber. Ja. Komm mal, wir Kristallkrieger sind aktuell nur 4. Ja? Wir müssen eigentlich auch nicht mehr sein. Wir haben alle vielfältigen Aspekte von Minecraft, alle Skillsachen, die man kann, können, muss, haben wir. Wir sind gut in Crystal PvP, wir sind gut im Bauen. Nicht ganz. Ich bin gut in Strategien machen, ja, was fehlt uns? Redstone. Kennt sich damit einer von euch aus? Naja, also Lukas hat 10 Farmen gebaut, der wird schon ein bisschen Ahnung haben. Und ich hab früher Adventure Maps gebaut vor 10 Jahren. Oh ja, das ist schon wild. Was mit dir? Kennst du dich mit Redstone aus? Ja. Okay. Das ist schon mal was Gutes, was du einbringen könntest. Und wie gesagt, mein Angebot ist, komm zu den Kristallkriegern.
Es muss ja nicht für immer sein. Dann? Es geht nur um... was? Wie und dann? Dann schaffen wir Frieden. Das, was du immer wolltest. Wenn du das sagst, ich denk mal drüber nach, okay? Schlafen ein paar Nächte drüber. Und wir schauen, was rauskommt. Momentan ein bisschen unzufrieden. Wer macht die coolste Base? Was Ruby und Steinchen da machen, aber... Ja, guck mal, die sind halt ein bisschen wie so ein ungezähmter Hund. Wie so ein ungezähmtes Schwein. Ja. Ja, die sind... Also, wir wissen, was wir wollen. Und ich glaube, das ist in dieser aktuellen Zeit der Clan-Kriegerei etwas sehr Wichtiges. Das stimmt wohl. Ich glaube, das wissen auch die... Obwohl, die Schattenkrieger wissen es auch, aber die haben eigentlich schon das bekommen, was sie wollten. Ich muss mit den Schattenkriegern auch nochmal reden. Ich weiß noch nicht, was mit denen gerade abgeht. Haben die eine Base? Die haben eine Base tatsächlich, ja. Okay, ich muss halt demnächst Stu fragen. Ist Stu der Anführer? Ich habe das Gefühl, dass mittlerweile... Nee, die Schattenkrieger haben keinen wirklichen Anführer, so. Die haben so ein bisschen okay. So diese Philosophie, dass alle von denen gleichgestellt sind. Verstehe. Aber wenn du also die am meisten wissen, sind bestimmt Stu und Rhiney. Also ich würde so bei mir sagen, bei den Kristallkriegern ist jeder der Anführer seines Gebiets. Also meine Stärke sind so Strategien, Fallen bauen und die Umgebung nutzen. Mhm. Tridan ist so der Beste in Crystal PvP, würde ich so von meiner Seite mal behaupten. Zitashi ist der Beste in normalem PvP. Und Lukas ist der Beste in Bauen, der hat glaube ich einen Großteil hier gemacht und in Farmen machen. Tridan, ich hab die ja beobachtet zwischendurch. Tridan hat auch echt viel gemacht hier. Ja. Also die haben das echt krass gemacht. Die wollten eigentlich auch noch was machen. Ich glaube, ich baue im Inneren von Crystal was. Die Leute können mir in den Kommentaren schreiben, was ich da reinmachen soll. Aber erstmal, Tobi, danke dir, dass du den Kampf hier aufgelöst hast. Es gibt nicht viele Leute, die drüber stehen über so Kämpfen, ja. Andere hätten sich vielleicht eingemischt. Das muss man dir schon mal loben. Ja, ich will ja eigentlich diese Kämpfe nicht wirklich, ich will die ja vermeiden so ein bisschen, aber... Alles klar, okay. Hier, das kannst du stupid wiedergeben. Das sind Teile von Zempfschwein. Ja, gebe ich ihm wieder, alles klar. Okay. Ich denke drüber nach und ich muss jetzt mit den beiden mal ein ernsthaftes Wort Alles klar, gehen. Dann mach's gut. Ey, Leute, ich bin ehrlich, wenn Tobi zu uns kommt, das wäre schon sehr krass. Dann hätten wir ehemaligen Admin, ich glaube, dann wären wir der Stärkste, ich meine, wir sind jetzt schon der stärkste Clan, aber dann wären wir mit Abstand der Stärkste. Und guck diese krasse Base an. Ich habe den vorhin noch vorgeschlagen, was ist, wenn wir hier unten in die Ecken einen Beacon reinbauen, Leute. Dann haben wir auch noch Effekte und so. Aber ich bin ehrlich, das ist schon krass. Also wirklich, großes Lob geht raus an Lukas, die Tasche und Trillen. Die haben sich hier so ins Zeug gehauen. Ultra krass. Leute, lasst ein Like dafür, Minecraft YouTuber Insel. Gönnt euch hier ein Blurby Plüschtier auf shop.kausitz.com. Gibt's ab sofort zu vorbestellen. Feuerachsel gibt's auch jetzt neu im Shop hier. Bis zum nächsten Mal. Like lassen, abonnieren und ciao, Leute.